Hier in Hamburg habe ich ihn erwischt, Philipp Bohr. Zurzeit sehr viel beschäftigt auf Promotion Tour, weil eine neue Platte liegt vor. Und die hat er aufgenommen in oh Philipp, in England mit Herrn Visconti. Wie war's denn? War toll. War toll. Also du hast auch seine eigenen Helden aus der Kindheit dann sieht und die auch mit einem arbeiten, das ist schön. Hat er dir was abgegeben oder mitgegeben? Hat er dir was von seinem Stardom? Nicht direkt, also er hat uns original 16-Spur T-Rex Bänder vorgespielt und so Mark Bolens Stimme alleine auf dem Band und so, und wir haben das schwarz mitgeschnitten, das haben wir dann als Geschenk mitgenommen. Ja, das ist eine Klasse. Die Platte ist auch sehr gut geworden, jetzt geht's wohl richtig mit dir ab. Du bist gerade auf Promotion-Tour und bist auch leicht angeschlagen. Ja, ich bin etwas überstrapaziert. Aber geht richtig ab jetzt. Denke ich, ja. Ja. Geh mal ein bisschen, du hast ein Interview da bei 107 hier in Hamburg. Das wievielte ist es denn? Ich glaube, das 284. Zählst du nicht mehr mit anderen Worten. Ja, man, ist es der Preis? Nein, wir haben jetzt auch zu viel Presse. Andere Bands sollen auch mal mehr Raum haben. Ja, trotzdem, wie ist denn das? Du bist jetzt auf dem Weg zum Star, wie es aussieht. Und es hieß so, dass Constrictor jetzt endgültig pleite ist. Was ist denn da dran? Das ist eine völlig veraltete Information. Red Rhino in England war pleite. Aha. Und wir haben darunter gelitten und haben jetzt wieder unser eigenes Geld wieder genommen und da reingesteckt und machen jetzt wieder weiter. Also nach wie vor. Wie ist denn das jetzt auf dem Weg zum Star? Es gibt da auch viele Leute, die schimpfen dich jetzt endgültig als Verräter. Wie siehst du denn das? Sie haben recht. Sie haben recht? Siehst du dich als Verräter? Meine Güte, sei nicht so kamerascheu. Wir sind ja gleich vorbei, Philipp. Gleich ist es vorbei. Noch ein letztes Statement, wann geht's auf Tour? Im März. Endgültig? Auf deutschen Landen unterwegs? Ja. Wie viele Städte? Viele, 20 glaube ich. Ja. Na gut, dann gehabt dich wohl bei dem letzten Interview für heute und gute Besserung. Na? Ciao. BOM, World of Music und Wiener, die Zeitschrift, präsentieren Offbeat, die Nacht. Wahnsinn! Das hat's noch nie gegeben. 240 Minuten Offbeat live aus München. Die Kultbands der Indie- und Off-Szene. Aus den USA, The Residents. Aus Deutschland, Philipp Bohr und Voodoo Club. Aus Jugoslawien, Laibach. England, The Fall. Und die Tänzer der Michael Clark Company. Und The Godfathers. Die Nacht des großen Erwachens. Live bei Tele 5. Donnerstag, 16. Februar ab 22 Uhr. Sehr gesprächig war ja nicht der Philipp Bohr gestern Abend bei seinen vielen Radiointerviews, die noch zu geben hatte. Ich denke, dass er sich bis zum 16. aber ausgeschlafen hat.